Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Sleeping Dogs. Und wir versuchen nochmal die Leute hier auszuschalten beim Straßenrennen. Und ja, da sind wir jetzt wieder am Start hier natürlich. Und wir versuchen jetzt die Leute hier auszuschalten. Zack. Erstmal systematisch hier vorgehen. Können die aber. Wir können hier nicht irgendwie die festnehmen. Wir müssen einfach. Also einfach. In Anführungszeichen einfach kaputt fahren oder was? Heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich die Lutsche hier ausschalte. Okay? Ich muss X dafür drücken irgendwie. Ah, okay. Ah. Ausgeschaltet? Ich glaube schon, ja. Okay, also X ist hier das Geheimrezept. Und wir müssen ein bisschen Gas geben. Alter, wie wir immer irgendwelche Passantenautos mitnehmen, das kostet uns nichts außer Sachschaden. Und das ist ein Problem, der Sachschaden. Na komm. Komm, komm, komm. Ja, ich lasse die mal ein bisschen an mir vorbeifahren. Alter, ich finde es schon geil, wie die Autos teilweise rumsliden. Das ist schon geil. Kann man sagen, was man will. Wie viel Schaden braucht er denn, dass der endlich mal im Arsch ist? Okay, damit wäre er im Arsch. Okay, weiter vorne, da sind noch ein paar. Ich glaube, die Zeit wird ein bisschen knapp, nur 70%. Wir müssen es aber bei mittlerer... Alter. Wir müssen es aber bei mittlerer Geschwindigkeit machen, das stellt die Problematik dar. Okay, der hat es irgendwie abgeblockt. Okay, der scheint irgendwie zu dumm zu sein. Dann holen wir uns den nach vorne. Nein, das war falsch. Da sind wir falsch abgebogen. Das war scheiße natürlich. Ah, scheiße. Okay, das schaffen wir aber. Noch eine einzige Chance gebe ich mir, sonst muss ich das leider abbrechen. Wir können ja auch einzelne Sachen abbrechen. Und das wäre dann der Fall, weil so spannend und so wichtig ist es jetzt nicht. Das ist jetzt so ein bisschen outside the Hauptstory. Haha, geil ist eigentlich. Nein, ist normalerweise besser. Okay. Okay, komm, komm, komm. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Die sind ein bisschen zu weit hier, komm. Kommt, schließt auf. Ja, komm. Ja, komm, ihr Luscher. Okay, komm, 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 dich krieg ich. Ja. Scheiße. Rammen, okay. Komm, komm, komm. Komm. Nein, scheiße. Das war kacke. Komm, fahr vor mich. Zack. Nächster vor mich. Komm, auf geht's.
Der ist auch weg, oder? Nee, der ist nicht weg. Das für ein Scheiß. Habt ihr noch so einen richtigen Schlag mitgegeben? Na komm. Ja, die beiden anderen, die sind schon wieder, wir sind schon wieder zu weit eigentlich, weil die anderen erst welche nicht schaffen. Fuck it. Das werde ich jetzt recht nicht schaffen. Die anderen beiden sind zu weit. Okay, die sind weg. Hat der andere gemacht. Das ist anscheinend auch ein Bulle. Soweit ich das jetzt interpretieren konnte. Inspirieren, genau. Ja, die sind schon wieder zu weit. Kann ich vergessen. Das ist abgehakt. Jetzt ist die Frage. Ich mache ein einziges Mal. Okay, wirklich letzter Try. Letzter Try. Wirklich, ganz ehrlich. Weil ihr dauert immer so 3 Minuten oder sowas, habe ich da Zeit, ne? Von daher will ich euch nicht mehr als wie die ersten 9 Minuten dieser Folge damit zumuten, da wir ja auch schon die letzten paar Minuten der letzten Folge investiert haben. Und ich ja eigentlich ja so zufällig drauf gekommen bin. Das ist ja nicht der Hauptsinn hier dieses schönen Spieles. Komm. Oh yeah. Komm, komm, komm. Schon wieder 18%, schon wieder viel zu viel. Komm. Ich will den jetzt. Ich will den jetzt. Oh ja, yeah, jetzt haben wir den schon mal. Alter! Immer diese. Ey Junge, du bist auch ein Bulle, oder? Kommen. Alter, wie die nicht zurechtkommen. Okay, der eine ist anscheinend weg. Nee, da nicht. Okay, die waren eine Weile. Ja, komm. So, der ist weg. Ja, komm, nix da. Auf geht's. Jetzt bin ich so nah dran wie nie. Komm, hab jetzt nicht mehr viel Zeit. Nein. Fuck it. Das war so scheißenknapp. Aber egal, ich werde es jetzt lassen. Weil es ist zu viel. Ich habe es euch versprochen, Leute. Und ich will auch nicht nur das machen. War jetzt zu knapp. Ah, 2 ausgeschaltete Schritte nicht. Schade. Ich habe Nein gedrückt, Mann. Juckt die nicht. Ich habe Abbrechen gedrückt, hier Kreis, beziehungsweise B, juckt die nicht. Muss ich jetzt anscheinend machen, weil ich es einmal angenommen habe, oder was? Ja, okay, dann tut mir leid, Leute, anscheinend finde ich irgendwie gerade kein Mittel hier, um das nicht machen zu müssen. Aber die richtige Taktik war wirklich, sich hier nach vorne zu setzen und die von vorne raus wegzuficken. Ach, komm jetzt. Auf geht's. Mann, aber gerade bin ich auch schon wieder so schlecht dran.
einen ausgeschaltet, zack. Zack. Komm. Komm, den hier kriege ich jetzt noch. Zack. Okay, nächster. Auf geht's. Ach komm, 56% des Rennens. Ich bin gut drin, wenn ich den jetzt hier wegficken könnte. Zack, weg. Ab zum ersten. Ah, komm, auf geht's, Leute. Auf geht's. Ey, das ist echt so spannend hier. Da kann man ja kaum mal reden. Wenn man hier so. Na, ah, scheiße. Alter, schon wieder bei 83% hier an dem Streckenabschnitt. Wollt ihr mich verarschen? Hab keinen Bock, das schon wieder ganz. Ja, toll, ich schaff das schon wieder jetzt ganz knapp nicht. Ach, hier ist auch so eng. Ich muss das bis hierhin schon durch haben, ansonsten habe ich verloren. Hier ist einfach zu eng für meine Karre. Ah, Mann, ey. Ich drücke jetzt abbrechen B. Möchten Sie wirklich abbrechen? Alle Vorschläge müssen gehen verloren. Ja. So. Da hat mich doppelt abbrechen gedrückt. Keine Lust darauf. Hat uns jetzt 12 Minuten Zeit gekostet. Ich hoffe, ihr versteht das, aber es hat ja Spaß gemacht. Aber trotzdem, naja, gut. Wir werden jetzt zum Nachtmarkt gehen, wo wir eigentlich hin wollten. Wenigstens sind wir jetzt wieder an unserer Home. Dann können wir uns wenigstens nämlich dieses schöne, coole Auto, unser schönes, cooles Motorrad holen. Zack, komm, hier. Und schön Motorrad jetzt noch holen. Ja, ich hätte gerne mein Motorrad. Wäre ganz geil. Und bam. Ich glaube, ich fahre hier immer am Anfang so behindert drüber. Egal. So, wir müssen zum Nachtmarkt. Der geht, ist nicht ernsthaft da oben, oder? Haben wir da nicht so irgendein. Wir sollen uns doch mit irgendjemand treffen, ne? Haben wir da nicht so irgendeinen Zielpunkt? Was ist das hier? Legendäre Outfits. Boutique. Wir sollten uns da noch mit irgendeinem treffen. Warum, wenn wir uns mit ihm treffen sollten? Ich gucke mal gerade in meinen Message rein, wenn ich das kann. SMS. Keine SMS, das ist aber scheiße. Ja, Berichte jucken mich nicht. Kontakte. Anscheinend will da doch gerade keiner was von uns. Ach, das sind meine Stats, okay. Dann gucken wir nochmal gerade drauf. Popstar-Hinweis Nummer 1 mit Ming-Treffen. Ach, der ist da oben. Okay, doch, da ist er doch. Aber das ist irgendwie an einem anderen Teil davon. War doch ein schöner Menüpunkt. Sehr geil. Ist aber eine Cop-Mission, wie ihr seht gerade. Na, komm. Wie kommen wir hier rein? Hier irgendwo? Ach nee, durch die Seite. Da war irgendwas anderes, aber es hat mich jetzt nicht gejuckt, was mir hier gerade angezeigt wird. Okay, geil, da kommen wir rein. Jo, wahrscheinlich erstmal hochklettern. Und hier kommen wir rein, geil. Mit Ming reden. Wo ist denn der? Hi. Gehen Sie zu Popstar Stammplatz, okay. Was, wir müssen für den quasi einen Gefallen tun? Das ist direkt hier, what the fuck? Ach nee, ist es nicht, okay. Okay, das ist also da, wo wir gerade einmarkiert haben, oder? Also wo uns jetzt automatisch einmarkiert wurde, ne? Okay. Motorrad. Da, komm. Draufschwingen.
coole Helm hinten rausziehen. Ja, komm. Post nicht lang rum, sondern fahr los. Da hat es immer dieses Gewohnheitsding mit rechts fahren, ey. Ja, komm. Gib Gas, Mann. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Okay. Ah, hier ist es doch schon. Ja, jetzt müssen wir nur richtig rumfahren. Erstmal hier runter. Ich mach's richtig. Alter, die Maschine ist schon so ein bisschen scheiße steuern, egal. Wir sind schon da. Okay, das heißt, wir werden hier ein bisschen Ghetto. Oh. Okay, wir sollen irgendwas einsammeln für irgendwelche Kunden, bla bla bla, okay. Finden Sie die Junkies, okay, sollen Junkies die Kohle abziehen oder sowas wahrscheinlich. Und wir sollen sie zumindest erstmal finden. Okay, wir sollen bei dem Geld eintreiben. Diesmal ist es kein roter Umschlag, sondern irgendein anderer. Holen Sie die Ware von Popstar, okay. Can I help you with anything? Okay, wir sollen irgendeine Ware von ihm holen. Okay, okay. Ach, kann er hier nicht hoch? Hallo? Ja, kann er nicht, geil. Gott, er könnte klettern, aber nein, kann er nicht. Ah, wir sollen hier hoch. Oder was? Ja, komm, hier. Juhu, klettern! Komm. Nochmal. Haben wir's? Ach so, wir müssen doch runter, okay. Ach, wieso? Okay, wir sollten doch nur ganz normal zu ihm. Ich kletter hier einfach mal hoch. Ja gut, Spaß hat's trotzdem gemacht. Ja, überlebt da. Wahrscheinlich. Aber juckt mich nicht. Wir sollen die Ware holen, weil er... Ja, achso. Ja, Ware ist ja logisch. Irgendwelche Drogen halt. Guck mal, wie es uns gar nicht juckt. Wir gehen einfach, wir rammen einfach alle Leute um und kriegen keinen Stress. Oh. Okay, Cops. Läuft er, wie die einfach nur rumstehen, die Cops. Okay, wir müssen die abhängen. Wahrscheinlich hängen wir die so ab. Wie lange diese scheiß Maschine immer braucht, bis sie wieder Gas gibt. Krass, ey. Hier so einen Tang anrufen. Kontakte Tang. Was ist mit Okay, Drogen zum Ming bringen. Okay, das heißt, wir müssen mal drehen. Da, da, drehen. Drehen, drehen, drehen. Ja! Ja, genau! Wie hoch wir fliegen! Alter, was will der? Ach komm, was gebe ich mir Mühe mit dem? Einfach hier ein paar auf die Fresse und gut ist.
Soll ich mir da großartig mit dem Mühe geben, irgendwo den hinzuschmeißen, wenn ich ihn einfach, das ist eh nur irgend so ein Lappen-Asiate, den kann ich auch einfach eine, ja, kurz mal geben und dann hat sich das Thema auch aus, wow, auch ausgelutscht. Und ich wäre jetzt noch gerade in dieser Folge, aua, obwohl wir schon bei 20 Minuten sind, kann auch das Päckchen abgeben und dann war's das. Hoffentlich labelt er uns dann keinen Text in die Ohren. Ja, hier war das irgendwo, ne? Ja. Ja, ist ja ein Sack. So. Ja, komm. Ja, hier. Mit Ming reden. Ja, der ist immer noch da, wo er eben gerade war. Der wird sich nicht bewegt haben, die faule Sau. So. Guten Tag. Okay, erledigt. Fallupdate. Kontakt mit Zielperson hergestellt. Popstar Hauptlieferanten getroffen, okay? Popstars Hauptlieferanten getroffen, genau. Okay. Okay, Bericht Winston Chu und Sam Lin, okay. Jo, damit würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!